Wer kennt das nicht? Immer dünner werdende Haare, vielleicht sogar Haarbruch. Die Haare sind stumpf, glanzlos. Du hast vielleicht Highlights oder sie sind gefärbt. Und irgendwie wollen sie überhaupt nicht sitzen. Sie sind schlapp, sie sind matt, sie sind glanzlos. Aber ich habe für euch jetzt 14 Tage mit meinen Kunden die tollsten, neuesten Produkte getestet und freue mich schon, sie euch vorstellen zu dürfen. Denn das wird die Lösung für euer Problem sein. Alle Produkte sind spannend, aber für mich der Game Changer war hier von Color Wow der Dream Coat. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich war in Urlaub und dann habe ich gesehen, dass also abends der Pool gereinigt wurde und ziemlich viel Chemikalien reingeschüttet wurden, ganz schön viel Chlor. Und ich dachte noch so bei mir, naja, okay, auf der einen Seite muss es ja wahrscheinlich sein, um das halt auch hygienisch zu halten. Ja, dann habe ich aber am nächsten Tag eine junge Frau gesehen, die den ganzen Tag irgendwie nur in diesem Pool war und irgendwie, glaube ich, hatte sie frisch gesträhnte Haare. Und abends beim Abendessen habe ich gedacht, wie sehen da ihre Haare aus? Irgendwie hatte die einen totalen grünlichen Schimmer. Dann habe ich sogar mitgekriegt, dass sie ihrer Freundin gesagt hat, dass die Haare so grün geworden sind. Dann habe ich ihr gesagt, ja, ich bin Friseurin, ich habe auch gesehen, dass da viel Chlor reingeschüttet wurde. Also ich habe heute gesehen, du bist da viel geschwommen, als ich da auf dem Liegestuhl gelegen habe und gelesen habe. Und ich habe ihr geraten, sie soll eine Aspirin auflösen, um dieses Haarproblem zu lösen. Und jetzt ist mir dieses spannende Produkt in die Hände gefallen. Und das fand ich mega gut, denn ich habe das immer wieder, dass Kunden nach einer Zeit kommen und die Haarfarbe bzw. die Strähnchen haben sich verändert. Die Strähnen sind dann irgendwie gelblicher geworden. Ihr kennt das auch. Dann fangt ihr zu Hause alle an, mit Silbershampoo zu waschen. Aber Silbershampoo trocknet euch die Haare aus. Und dieses Produkt von Color Wow wird auf komplett die Haare gesprüht vor dem Waschen. Und im Anschluss ist es so, dass also das Haar dann nochmal zweimal gewaschen wird mit Feuchtigkeitsshampoo und es wird weiter behandelt. Ich blende euch das da oben mal ein, denn ich habe es an den eigenen Haaren probiert. Meine Farbe dunkelt auch etwas nach. Das hat verschiedene Gründe. Das ist einmal zu viel Eisen, zu viel Magnesium, alle Mineralien und Metalle, die in eurem Leitungswasser sind. Die verändern mit der Zeit eure Farbe. Und dieses Produkt aufgesprüht, durchgekämmt, einmal gewaschen, verändert komplett die Haarfarbe. Sie wird heller, sie wird brillanter und sie wird leuchtender. Und deshalb möchte ich euch das unbedingt mal zeigen. Das ist die kleine Größe, die Reisegröße. Die gibt es aber auch noch größer. Dann habt ihr bestimmt auch schon mal von Glashaar gehört. Also das Produkt, das haben viele von euch bestimmt auch schon im Internet gesehen. Und das hat mich also auch unheimlich angesprochen. Ich habe bei Look Fantastic bestellt und habe mir gedacht, das muss auf jeden Fall in der Bestellung dabei sein, das möchte ich testen. Die Glashaare sind ganz, ganz glatt. Dieses Produkt wird aufgesprüht von oben bis unten am Haar und mit der Wärme wird es aktiviert und das Haar wird ganz glatt. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen, weil das habe ich am eigenen Haar auch ausprobiert. Ich blende euch hier oben noch mal ein Bild ein, dass die Haare, die ich eigentlich in der Regel fast immer lockig trage, ganz, ganz glatt geworden sind. Aber es ist so, es ist gegen Antifrizz, die Haare werden glänzender. Das sind Produkte, die einen unglaublichen Glanz machen. Dann fragt ihr euch, ja, wenn es glatt ist, bleibt es denn nur glatt? Kann man es denn noch lockig machen? Ja, am nächsten Tag bin ich dann hingegangen, blende ich euch auch noch mal ein, habe mein Lockeneisen genommen und habe dann diese bereits geglätteten Haare vom Vortag noch mal gelockt. Und ich war super begeistert. Zuerst, das muss ich euch unbedingt auch sagen, habe ich den Fehler gemacht. Ich wasche meine Haare sehr häufig. Also oft ist es so, dann fühle ich mich wohl, wenn ich sie jeden Tag wasche. Aber bei dem Produkt ist es so, 72 Stunden habt ihr dieses Produkt aktiv. Das heißt, ihr braucht nur alle 2-3 Male die Haare zu besprühen mit dem Produkt. Und das wird euch reichen und das wird euch helfen. Ja, was ist Color Wow denn überhaupt? Also Color Wow sollte auch jeder von euch wissen, die Co-Gründerin von John Frieda. John Frieda ist jedem ein Begriff. Und ich muss es mal gucken, dass ich es richtig ausspreche. Gail Federici, so hieß sie.
oder so heißt sie, hat also dieses Unternehmen an K.O. verkauft. Und eigentlich wollte sie sich zur Ruhe setzen, denn ihr könnt euch vorstellen, also John Frieda, das ist schon ein großes Ding gewesen, das ist schon eine riesengroße Marke. Aber irgendwie war sie mit ihrem Haar dann doch nicht zufrieden und es gab noch nicht so die richtigen Produkte. Dann hat sie sich mit den Chemikern nochmal zusammengesetzt, weil ihre Schwestern auch das ein oder andere Problem hatten. Sie waren gefärbt und irgendwo war der Glanz nicht so gut. Und bei der einen Schwester war es so, das Volumen war einfach nicht gut genug. Und ja, sie hat experimentiert und ja, sie ist einfach nur genial und hat dann ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht. Und zwar, das habe ich dann auch getestet, X-Large von Color Wow. Das ist ein Föhnschaum. Und ich gebe das mal jetzt ganz hier auf meine Hand und zeige euch das mal. Das ist ein ganz, ganz fluffiger Schaum. Also er unterscheidet sich im Prinzip von einem anderen Schaum. Der ist viel fester, viel kompakter. Und so fühlt sich das also auch auf den Haaren an. Das ganze Haar wird nicht beschwert. Also ich habe jetzt gestern eine Rückmeldung bekommen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Es ist eine Kundin mit einem ganz, ganz zarten Haar. Sie leidet auch unter Haarbruch und ja, bei ihr muss man unheimlich vorsichtig sein, weil sie sagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Schaum nehme, das beschwert mir so. Und ich persönlich bin auch gar nicht so ein Fan von Haarschaum. Also ich benutze eigentlich lieber einen flüssigen Schaum. Aber ich muss sagen, das ist der erste Schaum, wo ich sage, der ist super. Der klebt nicht, da kann man wunderbar mit föhnen, auch mit dem Dyson Airwrap zum Beispiel. Da finde ich, wenn man da so einen Föhnschaum nimmt, ja, ist es manchmal zu fest. Aber das hat er nicht. Der glänzt unglaublich. Der hat ein Volumen gemacht und sie hat mich direkt am nächsten Tag gefragt: Dunja, bitte mach mir noch mal ein Foto von dem kleinen, von diesem kleinen silbernen Produkt. Und von dem Föhnschaum, den du benutzt hast. Und da habe ich gedacht, super, hat bei mir auch so gut geklappt. Und da kann ich einfach nur sagen, hält Antifrizz bis zu 72 Stunden ab, also jetzt auch hier der. Es sind alles Produkte, die die Oberfläche glätten. Sie haben keinen Alkohol, sie sind natürlich. Und Gail arbeitet mit den bekanntesten Friseuren, die es also weltweit gibt. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich, ihr hört es, ich bin so begeistert und ich finde es einfach super. Ja, ich möchte das jetzt bereits schon nicht mehr missen, denn sie sind, ja, wie soll ich sagen, also es sind wirkliche Game Changer. Sie sind wirklich besser. Und ja. Das Einzige ist, sie haben einen stattlichen Preis, aber da konnte ich euch auch helfen. Ich habe Lookfantastic, wo ich bestellt habe, angeschrieben und sie haben gesagt, wir werden den größtmöglichen Rabatt auf die Produkte, die du bestellt hast oder die du zeigst, geben. Es wird ein dauerhafter Rabatt sein. Das ist mein Name, alle Buchstaben groß geschrieben. Ich blende es euch jetzt hier unten nochmal ein und ja, schaut gerne mal rein. Dann kam noch eine sehr spannende Zuschauerfrage. Und zwar unter einem meiner Videos stand: Dunja, ich habe mir jetzt den neuen Babyliss-Lockenstab gekauft, das Lockeneisen. Und das ist ja sehr warm, also bis zu 200 Grad wird das warm. Und kann ich denn am nächsten Tag, wenn ich die Haare schon eingesprüht habe mit Haarspray, nochmal dieses Lockeneisen benutzen? Das ist eine wirklich gute Frage, denn ihr müsst echt aufpassen. Also wenn ihr ein zu günstiges Haarspray benutzt, dann würde ich abraten oder auch ein Haarlack. Aber da gibt es jetzt zum Beispiel auch von Color Wow ein Produkt, ich habe das auch getestet. Das ist ein Haarspray, ein sehr, sehr natürliches Haarspray, auch ohne Alkohol. Und glättet auch eure Haare. Dann ist es so, wenn ihr das aufsprüht, die Haare dann durchkämmt nochmal gut, also nachts, also abends, bevor ihr dann schlafen geht und am nächsten Morgen nochmal gut durchkämmt. Und wenn ihr dann das Lockeneisen benutzt, das könnt ihr wirklich machen, also das ist in Ordnung. Ihr müsst schauen, dass es natürliche Harze sind, dass es gute Sprays sind, dann könnt ihr das machen. Natürlich solltet ihr das nicht immer machen, denn wie gesagt, wir müssen die Haare schonen und eigentlich ist es besser, wenn Produkte ausgespült werden. Aber das wäre jetzt nochmal für die Zuschauerfrage. Hier, das kannst du gerne nehmen, funktioniert und ja, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass die Haare jetzt brechen könnten. Weiter geht es jetzt und zwar Living Proof. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Habe ich auch gesehen. Also, ich durchforste wirklich seit Wochen ja, TikTok, Instagram und so weiter und schaue, was zeigen denn ja die Leute dort, was finden die toll. Und das ist auch ein sehr gehyptes Produkt. Ja, sieht sehr klein aus, aber man braucht tatsächlich nur eine Erbsengröße. Was ist das? Das ist eine Haarcreme. Ich zeige die euch jetzt auch noch mal. So. Und diese Haarcreme, die verteilt ihr erstmal auf der Handinnenfläche und geht vom Ansatz in das Haar, in die Spitzen rein. Und das macht ihr nach dem Waschen. Und es ist eine Föhncreme. Ich kannte das vorher auch noch nicht so. Wie gesagt, die meisten von euch kennen wahrscheinlich auch Flüssigfestiger oder aber auch den Schaum. Aber diese Föhncreme ist tatsächlich, ja, gehört zu den wenigen Produkten, die jetzt zum Beispiel auch für ein feines Haar geeignet sind. Das verteilt ihr wieder schön vom Ansatz bis in die Spitze und das Haar muss geföhnt werden. Das heißt mit einer Föhnbürste und dem Föhn. Es ist jetzt nicht geeignet zum Beispiel für den Airwrap oder wie gesagt, wenn ihr knetet oder so, denn das macht das Haar zu straff. Also es hat so eine Power, es gibt so ein Volumen und das möchte ich euch unbedingt zeigen. Ich habe einer Kundin mit ganz feinen, langen Haaren die Haare abgeschnitten auf Schulterlänge. Wir waren der Meinung, ja, dass einfach jetzt, wie gesagt, die Haarqualität das einfach nicht mehr hergibt, dass die Haare so lang sind. Ich blende euch hier nochmal das Foto ein und ihr werdet sehen, das Haar ist sehr, sehr lang und irgendwie ja, tat das jetzt nichts mehr für die Kunden und wir haben gesagt, nee, da muss eine neue Frisur her. Und jetzt schaut euch mal an, was da rausgeholt wurde. Da ist wirklich, ihr habt das Maximum rausgeholt aus dieser Frisur mit dem Produkt. Und ja, wir waren beide wirklich richtig geschockt und haben gesagt, kann doch jetzt nicht sein, dass da so ein Volumen entstanden ist. Aber das war so. Schaut mal, wie das jetzt aussieht, gegenübergestellt von vorher und nachher. Ich finde, es ist Wahnsinn, was es, ja, was es gebracht hat. Dann ist es auch immer wieder die Frage, wie sieht es denn aus mit Pflege? Ja, bei Pflege muss ich tatsächlich sagen, ihr müsst ein bisschen aufpassen, was ihr da benutzt. Die Pflege darf nicht zu cremig, nicht zu schwer werden, gerade wenn ihr ein feines Haar habt. Und da habe ich jetzt zum Beispiel von der Nelly hier auch mal so ein Produkt, das wollte ich unbedingt probieren. Ich hatte der Nelly gesagt, mein Favorit ist die Zwei-Phasen-Pflege von Revlon. Und sie hat gesagt, mein Favorite ist von Redken. Das nennt sich Extrem Anti-Snap. Ja, das ist ein Produkt, eine Leave-In-Kur gegen Haarbruch. Und ich muss sagen, der Unterschied jetzt zu dem Revlon Zwei-Phasen-Produkt ist folgendermaßen. Es ist in beiden Keratin enthalten und es hat auch Hyaluron und es ist sehr, sehr schön für die Haare, gerade auch wieder für ein feines, gefärbtes, gesträhntes Haar geeignet. Das eine macht sehr, sehr weich und hier das macht auf der einen Seite auch weich und kämmbar, aber der Unterschied ist, es stabilisiert etwas mehr. Wer jetzt nicht unbedingt eine Festigung haben möchte, der hat hier einfach so ein Multitalent. Du hast also hier die Pflege gegen den Haarbruch, die gute Kämmbarkeit und es stabilisiert deine Haare noch. Also auch eine klare Kaufempfehlung. Vielleicht schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und Nelly, du sowieso. Wer liebt dieses Produkt? Wer kennt das? Ja, dann würde ich sagen, wer jetzt aber eine Haarpflege haben möchte, die dein Haar zum Beispiel ein bisschen stabiler macht, weiß ich nicht, ob ihr schon jetzt überall gehört habt, Rosmarinöl. Rosmarinöl, da hat meine Tochter mich auch drauf gebracht. Eine Freundin von ihr macht immer so eine Dye-Maske. Das heißt, sie mixt sich Naturprodukte, Naturstoffe und pflegt ihr langes Haar damit. Zuerst einmal was für die Pflege und zwar auch ein tolles Produkt. Das soll deine Haare, deine Kopfhaut massieren und die Durchblutung anregen. Und wenn du Probleme mit der Kopfhaut hast, dass sich also dort Schmutz, Talg absetzt, dann ist es ähnlich wie ein Peeling. Du machst es einmal so über die Haare und kannst damit dann Rückstände von deinen Haaren ja wie mit einem Gesichtspeeling entfernen.
Es hat auch die Besonderheit, wenn du die Durchblutung anregst, ja, denn das ist das A und O. Wenn ihr irgendetwas benutzt gegen Haarausfall, dann kombiniert es mit so einer Bürste. Die lässt sich hier ganz gut, ne, einmal so festhalten und ihr könnt das im nassen und im trockenen Zustand machen. Denn die Durchblutung anregen bei der Kopfhaut, das ist das A und O, dass sie stimuliert ist gegen Haarausfall. Nicht, dass es sich super anfühlt. Also ich muss sagen, das baut Stress ab, das entspannt dich, das ist richtig super gut. Du kannst es im nassen und im trockenen Haar anwenden. Und deshalb erzähle ich euch das. Das ist auch ein tolles Produkt, um so eine Haarmaske im Haar zu verteilen. Und jetzt kommen wir zu diesem Rosmarinextrakt. Wenn ihr zum Beispiel 5 Tropfen Rosmarin nimmt und das mit einem Trägeröl mixt. Ein Trägeröl könnte sein Arganöl, Kokosöl oder aber auch Jojobaöl. Das wird alles zusammen gemixt, also 5 Tropfen und dann eben mixen, habt ihr eine tolle Haarpflege. Wer da aber sagt, Mensch, jetzt muss ich Öl bestellen, jetzt muss ich Arganöl, Jojobaöl bestellen, hat also jetzt mit dieser Haarpflege genau alles vereint in einem Produkt. Es ist gegen Haarbruch. Es ist eine tolle, schöne, pflegende Maske. Die kannst du also so bei einem sehr dicken und auch einem feinen Haar nehmen. Und die ist so ergiebig. Also ich habe die schon ein paar Mal jetzt benutzt. Ja, die ist auch ziemlich voll bis oben. Und die ist so, macht so eine Ergiebigkeit und gibt so einen Glanz. Und die ist so schön und ist auch geeignet, wie gesagt, wenn ihr die Haare wachsen lassen möchtet, wenn sie leicht brechen und wenn ihr Haarausfall habt. Also Rosmarin. Tatsächlich ein Geheimtipp, ist eine tolle Maske, kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt schaue ich noch mal über meinen Tisch und ganz zum Schluss möchte ich also nicht verpassen, auch zu sagen, die Firma Nanogen ist spezialisiert auf Haarausfall, auf dünnes Haar, Haare, die wo andere Shampoos beschweren und so weiter. Wenn ihr ein Volumenshampoo benutzt, habe ich das oft, dass also dann die Kunden sagen, ja, Volumenshampoo ist schön, aber irgendwie ist da der Glanz raus. Die meisten Volumenshampoos, die reinigen sehr stark. Das macht das Shampoo auch, aber die trocknen auch sehr stark aus. Deshalb müsst ihr immer wieder schauen, dass ihr eine Pflege habt. Aber diese zwei Produkte, die sind sehr naturbelassen und silikonfrei und haben also wirklich sehr, sehr tolle Eigenschaften. Zeig sie noch mal hin. Und ich habe sie also auch die Woche häufiger benutzt, vor allen Dingen bei extrem feinen Haaren. Und das ist eben auch so, die Spülung zum Beispiel verdickt also euer Haar. Es ist unglaublich, hätte es auch nicht gedacht. Also alle Produkte, die ich euch jetzt heute vorgestellt habe, kann ich mit reinem Gewissen einfach so empfehlen. Die sind so gut. Und wie gesagt, wenn ihr noch was sucht, Shampoo, Spülung für extrem feines Haar, dann ist das eine tolle Lösung. So, ich habe euch alles unten in der Infobox verlinkt. Was ich besonders toll fand, ihr braucht nur euer Haarproblem einzugeben und be bekommt die passenden Produkte. Ja, nutzt den Code gerne, denn der gilt also auf die komplette Seite und ihr könnt wirklich viel Geld damit sparen. Und ansonsten, was auch wichtig ist, Haare gut bürsten. Und ich habe noch hier oben ein Video für euch verlinkt, denn die Durchblutung muss angeregt werden und damit es nicht zu Haarbruch kommt, schaut, dass ihr die richtige Bürste benutzt. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Und wenn ihr noch Tipps für die anderen habt, gerne unten einmal in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss.